Wir doch mal an. Heute ohne großartiges Trara, vorher mit irgendwelchen Slideshows oder ähnlichem. Das hat diverse zeitliche Gründe. Und Zeit ist eh so ein Faktor gerade. Weil ich habe schon mit euch zusammen. Oh, schon mal soll. Ich habe schon mit euch über den Stream geredet. Allerdings werdet ihr das erst in ein paar Tagen hören. Wegen dem Folgenpuffer. Das hier sollte allerdings der Stand sein von dem Let's Play, den die aktiven Zuschauer zuletzt gesehen haben. Also eine der letzten Folgen, die online gegangen sind heute Morgen. Ist allerdings natürlich nicht der aktuelle Stand aus dem Puffer. Deswegen wollte ich nur mal ganz kurz hier das. Achso, muss da raus, schmeiß das direkt hier rein. Wenigstens ein bisschen Licht haben. So. Also das hier könnten einige von euch schon kennen. Diejenigen, die das Projekt nicht ganz so aktiv verfolgen, die zum Beispiel warten, bis mehrere Folgen online sind und dann alles am Stück gucken wollen. Für die ist das eh ziemlich egal. Aber das ist jetzt so ein kleiner Service für diejenigen, die halt wirklich jeden Morgen vor der Arbeit ihre Folgen gucken oder ähnliches. Oder auf der Arbeit. Den Stand könntet ihr also schon hier kennen. Ich habe oben die Washing-Anlage mit 5 Stück und hinten drin kommt schon Sand und Schmäh, nee, Lehm, Lehm? Schlamm. Schlamm und Sand kommt raus, ja? Das, wir haben hier die anderen Sachen, die schon recht lange dastehen. Aber es wird jetzt noch einen Zeitsprung geben zu der Folge, die ihr noch gar nicht gesehen haben könnt, weil die erst in 2 Tagen online kommt. Das heißt, ich lade jetzt die für mich aktuelle Folge, für euch die Zukunft. Laden. Und das hier sieht nämlich ein Ticken anders aus. Und zwar habe ich die Anlage mit dem Schlamm oben wieder abgebaut, weil sie einfach nur recht viel Strom frisst und doch nicht das Limestone produziert, was ich dachte, was sie produzieren könnte. Dafür bräuchten wir nämlich die Washing-Anlage auf MK2. Also nicht das Gebäude auf MK2, sondern die Washing-Anlage 2 hier in der Forschung. Bin ich auch schon recht fleißig bei. Brauche allerdings sehr viele grüne Tränke. Hier. Die ich aber auch schon angefangen habe zu produzieren. Also es waren, glaube ich, insgesamt 500 grüne Tränke. Schweineteuer. Aber ja, das ist der für mich aktuelle Stand. Und hier würde ich jetzt ganz gerne mit euch zusammen weitermachen. Also zum einen, damit das, die ganze Anlage auch läuft und durchgehend weitere Ressourcen produziert werden. Und dann speichere ich das ab und mache dann im Anschluss an den momentanen Folgenpuffer einfach hier direkt weiter. Der Stream an sich ist dafür gedacht, dass ihr euch alle mal im Chat austoben könnt, was ihr so an Verbesserungsvorschlägen habt. Ich habe auch Zettel und Papier dabei, um die Abläufe ein bisschen zu optimieren. Also wie viele Algenfarmen brauchen wir, um wie viele Liquefier zu produzieren? Wie viele Ärmchen brauchen wir, um den Ab- und Antransport von gewissen Rohstoffen zu gewissen Gebäuden zu optimieren, damit wir da keinen Strom verbrauchen und, und. Weil gerade in diesem Modpack sind so eine minimalen Einsparungen ja doch ziemlich wichtig. So, noch ganz kurz mal den Chat aktualisieren, weil da wurde eben noch nicht angezeigt. Ich habe einen Erster von Blurius gelesen, aber davor war noch Text, du warst nicht Erster. Genau, King Briefly war auch schon da. Sehr schön. Achso, die anderen Neuerungen. Also das oben habe ich abgebaut, aber anscheinend war das in der heutigen Folge schon mit drin. Und ich habe hier unten die Algenfarm auf 6 Grünalgen expandiert und hier noch das Ganze nach unten versetzt. Das heißt, einfach nur eine kleine Auswülstung nach unten, damit wir mehr Grünalgen haben, um mehr Fasern zu haben, um mehr Pellets zu haben, um mehr Bricks zu haben, um mehr Kohle zu haben. Ja. Das wäre jetzt also für uns alle der aktuellste Stand, jetzt wo ich das so einigermaßen erklärt habe. Der Haken ist allerdings, dass nicht wirklich viel Plus generiert wird bei dem Carbon, was momentan ja unser Brennmaterial ist. Das hadert immer zwischen 300 und 500 mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie gerade die Verschiebeart ist. In den Kommentaren zu der heutigen Folge wurde mehrfach, ich glaube von 2 Leuten erwähnt, dass ich auf die Boiler MK2 möglichst schnell gehen sollte, weil da dann wesentlich weniger verbrannt wird für dieselbe Leistung. Das heißt, ich warte jetzt noch kurz, bis Washing 2 durch ist, weil es halt schon fast durch ist. Und danach gucke ich dann mit euch zusammen mal bei
bei den Bäuern rein, wie viele grüne Tränke die brauchen. So, Leo Medes meint, wenn du Washing 2 machst, schau dir auch mal bitte Nodule an. Ja, mit N. Das habe ich auch gelesen, das hat mich ein wenig verwirrt. Die werden dadurch freigeschaltet. Hier, die brauchen Heavy Mud Water. Könnten wir also sehr einfach mit unseren 5 Washing Plants herstellen, weil Heavy war irgendwo in der Mitte oder sogar am Anfang. Was stellst du her? Vicious Mud Water. Und Washing ist fertig. Ja, Nodule soll ich mir angucken. Gucken wir doch mal. Wofür die denn da sind, jetzt wo wir sie herstellen können. Nodule brauchen Heavy Water und Mud Water. Sind auch nur so herstellbar. Und Rechtsklick. Man kann sie kaputt hauen zu Stein. Und Crushed Nodule. Oder man kann sie direkt weiter verarbeiten zu Slag Slurry. Aber dann nehmen wir lieber unseren Slag aus den Electrolysern, oder? Ja. Du kannst auch mal schauen, ob du Coke-Pellets herstellen kannst. Die ergeben 5 Coke, den Brennwert von 6 Coke. Und du verbrauchst keinen Carbondioxid. Okay. Das war von Blorius gerade. Bragtasch meint, Verbesserung, Schwefel läuft nur im Kreis, da muss nicht mehr reinkommen. Und das wird irgendwann verstopfen. Du kannst Coke auch ohne Sulfuric Wastewater herstellen. Kann ich? Leomedes meint hinzu noch, Slag Slurry aus Nodule braucht weniger Strom, um einen Faktor 2. Ich brauche aber trotzdem Electrolyzer, um Sauerstoff und Wasserstoff herzustellen. Sauerstoff für die Produktion hier. Na, wobei, wie gerade erwähnt wurde, wenn wir Nodules benutzen für Slag Slurry, dann brauchen wir die ganze Schwefelsache nicht mehr, richtig? Okay. Fallo meint gerade, jetzt erzähl ihn doch nicht von Nodules, soweit ist er noch nicht. Ja, gucken wir mal. Ich wollte erstmal, wie auch schon meinte, eine Sache zur Zeit. Ich denke, zuallererst sollte ich schauen, wie es mit den Boilern ist, weil egal, was ich mit Nodules mache und was ich mit dem Schwefelkreislauf mache und so weiter, so oder so muss ich Dinge verbrennen, um Strom zu bekommen momentan. Das heißt, ich schmeiße mir die restlichen grünen Tränke da rein und guck hier bei den Boilern. Da, Boiler. Sind 100 grüne Tränke, macht Boiler MK2. Bräuchte allerdings vorher Advanced Processing, das braucht 150 grüne Tränke. Sind insgesamt 250 grüne Tränke. Das ist schon recht happig. Ich kann ja mal kurz schauen. Ich müsste jetzt Brennstoff klauen, um dann das andere Ding weiterlaufen zu lassen. Das ist echt zu eng hier mit den Brennstoffsicher-Sachen. Geh rüber. Momentan wird nämlich Blei hergestellt. Du kannst raus. Shift rechts, Shift links. So. Hier, wie viel hast du noch? 29, okay. Also Bleiplatten werden hergestellt. Nee. Ich hatte sie wieder auf Kupfer umgestellt. Okay, also ich brauche Bleiplatten, ich brauche Zinnplatten, damit wir mehr grüne Tränke im Hintergrund herstellen können, um in Richtung Boiler zu gehen. Also das ist schon mal, schreibe ich schon mal auf. Sehr wichtig. Boiler MK2. Dadurch sollten wir mehr Strom aus weniger Ressourcen hinbekommen. Gibt es noch Vorschläge oder Anregungen, wie ich den Kreislauf von Mineralwasser, CO2 zu Grünalgen, Grünalgen zu Fasern, Fasern zu Pellets und Pellets zu Briquettes und Briquettes zu Kohle, was ich da noch optimieren kann. Aber momentan finde ich das eigentlich relativ flott. Die oberen Ärmchen hier bekommen nicht durchgehend das. Woran hapert das? CO2 ist genug da. Oh, Mineralwasser läuft nicht. Weil nicht genug Steine kommen. Wenn genug Steine aber da sind, ist normalerweise genug Grünalgenkram auf dem Fließband, dass wirklich komplett bis hier hoch die blauen Ärmchen auch ausgelastet sind. Und das gelbe Ärmchen habe ich hier extra gemacht, damit
wir keinen erhöhten Stromverbrauch durch ein blaues Ärmchen haben, wenn wir hier hinten gar keins brauchen. Wie ihr sehen könnt, ein gelbes reicht da vollkommen aus, um die Reste aufzusammeln. Und beim Rübergeben könnte auch ein gelbes reichen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, bei voller Auslastung reicht das Gelbe eventuell nicht. Ich kann ja mal alle einfach durch Gelb ersetzen und abwarten, ob sich das hier irgendwie staut. So, Fallo999 meint, du brauchst nur ein Ärmchen, um aus der Algenfarm rauszulegen. Ernsthaft? Und ein Liquifier pro zwei Algenfarmen. Nee. Nee, das hatten wir ja vorher, das ging nicht auf. Und das Rauslegen staut sich sowas von. Also gehen wir mal... Stopp. Erstmal fixe ich jetzt ganz kurz, dass wir durchgehend noch Mineralwasser haben, damit auch alle Algenfarmen durchgehend arbeiten können. Dann kann ich mir das genauer anschauen. Steinproduktion hier. Ich brauche Slack. Dingens. Haben wir nicht genug. Okay, dann schmeiß den bitte wieder an. Ich hatte ihn vor ein paar Folgen deaktiviert, weil ich dachte, wir hätten genug Slack. Dem ist aber wohl nicht so. Ah, denn Stein ist echt übel. Habe ich hier noch irgendwo Steine über? Ja, ein. Wow. dies klappt gerade nicht so wie gedacht. Ja, Schlacke wird sofort zu Stein gemacht, dann geht's runter. Die machen jetzt alle gerade kein Eisen. Habe ich genug Eisen und Kupfer? Nee, okay, dann stell dich wieder ein auf. Da, Iron Plate und dich ein auf. Kopfballette, damit wenigstens das klappt. Ja, ist schade. Also ich kann das jetzt nicht effektiv nachprüfen, weil wir nicht genug Steine haben. Kann ich irgendwo tricksen, um schnell an Steine zu kommen? Kann Steine nicht herstellen. Ich brauche einfach nur mehr Slack. Das heißt, ich kappe ganz kurz hier dich. Du verbrauchst ab sofort keinen Slack mehr. Und schmeißt dann alles, was hier an Slack kommt, oben in die Steinproduktion hier rein. So, bitte bei den Hinweisen jetzt erstmal nur darauf konzentrieren, dass wir ordentlich das hinbekommen, dass hier alles ausgelastet ist, um das zu testen. Weil ich habe schon mehrere Hinweise bekommen, was man machen könnte, um das zu optimieren, aber ich kann halt immer nur ein Pfad zur Zeit gehen. Das heißt, erstmal jetzt das hinbekommen, dass die Steine gut laufen und dann optimieren, wie viel Grünalgenanlagen, wie viele Liquifier, wie viele Ärmchen und so weiter. Das wäre, glaube ich, am besten. Noch ein Slack Run. Da kommt schon mal ein Schwung Steine an, das ist sehr schön. Ja, so muss es sein. Beachte, bei der Schwefelherstellung wird auch Mineralized Water hergestellt. Wenn du es mit Liquifiern fürs Mineralwasser übertreibst, könnte es hier stocken. Generell solltest du deine Schlacke zu Mineralwasser verarbeiten. Dieses 80% Stauventil einbauen und nur den Rest für Erz, Coke eventuell verbessern. Das ist ein interessanter Gedanke. Wie mache ich das allerdings? Das heißt, ich müsste... Generell soll ich eine Schlacke zum Mineralwasser verarbeiten. Ja, das tue ich indirekt gerade hierüber. Aber wie kriege ich es hin, dass die Schlacke nur rausgenommen wird, wenn Mineralwasser genug da ist? Also ihr müsst ja gucken, wann ist das Fließband hier quasi voll. Wann nimmt der nichts mehr. Und erst dann darf die Schlacke hier rausgenommen werden und dann da ganz hinten hingebracht werden. Ja, also es klingt sehr gut. Aber momentan wird ja einfach die Schlacke komplett zu Metall gemacht oder gar nicht, so wie jetzt. Ich muss immer von Hand umstellen. Das ist...
Nicht ganz so praktisch. Da müsste ich mit den Kabeln arbeiten, ne? Grüne und rote Kabel, um zu überprüfen, wie der Füllstand der Kiste ist. Ja, und dann ein intelligentes Ärmchen, das nur aus der Kiste rausnimmt, wenn mehr als 100 Schlacke drin ist. Wenn sich das hier nicht staut, so wie jetzt gerade, wird hier immer rausgenommen. Das heißt, Schlacke wird sich niemals auf 100 stauen. Außer ich schmeiße halt rein. Also okay. Wenn es sich allerdings staut, staut sich hier die Schlacke kommt auf über 100 und dann kann es rausgenommen werden. Leomedes meint gerade, zum Prüfen würdest du rote Drähte brauchen. Kostet viel grüne Forschung. Oh. Das ist ärgerlich, weil es ist ja nicht wirklich Hightech. So einfach ein andersfarbiges Kabel. Ja, schade. Guck mal ganz kurz. Steuerung E. Red. Red Wire. Brauch Circuit Network. Was brauchen wir für Circuit Network? Um, 200 grüne Tränke. Nee, das wird erstmal nichts. Okay, also den Vorschlag von Blorius können wir nicht nutzen. Bisschen schade ist. Das heißt, ich müsste das von Hand machen. Ich muss immer gucken, ja, wie ich es jetzt gemacht habe. Ganz viel Schlacke da oben reinschmeißen, wenn ich merke, dass nicht genug Steine produziert werden. Dann das hier wieder umstellen. Wirks. Na gut, aber jetzt sollte ja erstmal genug Steine da sein. Man sieht, das staut sich hier überall. Und wir sollten auch genug Mineralwasser haben. Nein, du bist zu langsam. Ching. Das reicht hinten und vorne nicht, ja? Man sieht schon mal null. Zwischendurch was reinlaufen. Okay, und es laufen nicht alle durchgehend. Also eventuell reicht doch der eine Liquifier einfach nicht mehr. Aber da warte ich mal ganz kurz ab. Das kann ruhig eine Weile da laufen. Die untere Fabrik. Ne, warte, die untere hier arbeitet auch nicht. Ich hätte gerne, dass eine von denen wenigstens durchgehend arbeitet. Damit ich das testen kann mit dem einen Ärmchen rauslegen. Oh, und das Ding ist noch gar nicht angeschlossen? Ah, jetzt hatte ich noch nicht aktiviert, okay. Also ich habe momentan 5 Grünalgenproduzenten. Und 5 Liquifier. Praktisch mein gerade. Grüne Forschung ist jetzt auch nicht wirklich Hightech, zumindest nicht im Vergleich zu den anderen Dingen in dem Pack. Ja, danke. Ich muss das hier erstmal alles hinbekommen, ne? Ich gucke ja keine anderen Streams oder Tutorials oder was weiß ich zu dem Modpack nebenbei. Ist ja alles blind. Und vielen Dank, Krestes, für Twitch Prime Subscription. Leomedes mein, könntest du schon ein Tanklager als Zwischenpuffer für Mineralized Water bauen? Weiß ich nicht. Und da die Rohre eh noch leer sind, weiß ich nicht, ob der Tank so sinnvoll ist. Und ja, probieren beim Reinlegen. Nehmen wir einfach nochmal ein Ärmchen. Ja, es hängt echt nur davon ab, dass es schneller reingelegt werden kann. Also noch ein da. Kein Pol in der Nähe. Zip. Zip. So, jetzt sollte das aber hinhauen. Wahrscheinlich kommen wir den Stein gleich wieder hinterher. Aber wenigstens kurzfristig hier alles grün. Sehr schön. Gib mir die Schlacke. Hau die da rein. Okay, also, Aussage war, ein grünes Ärmchen reicht pro Algenfarm. Ein gelbes Ärmchen, richtig?
Oh, Ernie van Dijk meint gerade reinlegen. Ja, okay, die sind jetzt sinnlos, weil es kommt nicht schnell genug hinterher. Die haben also quasi nur den Stau aufgefressen. Oder man könnte es von Hand reinlegen. Aber nee, ich will das schon so einigermaßen automatisch haben. Das heißt, ein blaues Ärmchen legt es hier hinten raus, ein blaues Ärmchen legt es rein. Es sollte von der Zeit, von der Rotation genau aufgehen. Mehr Ärmchen wären nur Stromverschwendung. So, jetzt hier schauen. Es stauen sich Fasern, wenn durchgehend genug Grünalgen da sind. Das heißt, wir brauchen ein schnelleres Rauslegärmchen. Es muss also doch blau sein. Hier hinten jetzt vielleicht noch nicht unbedingt, das müssen wir später schauen. Also, legt rein, füllt sich, das wird entladen, das wird befüllt, wir haben kaum Downtime. Das sieht für mich okay aus bei den Liquefiern. Wie ist es bei denen? Das Rauslegende reicht auf jeden Fall ein gelbes, weil es wird nicht sehr viel Produkt hergestellt. Input wird schnell genug nachgefüllt, dass wenn das voll ist, das nachgelegt wird innerhalb von einer Sekunde und auch wieder voll ist. Also auch da ist das für mich ein guter Übergang. So, nächste Aussage war, wir brauchen pro 2 Algenfarmen nur ein Liquefier. Wir haben jetzt 5 am Laufen. Und zugeben, das oberste hier ist nicht durchgehend. Vielleicht kannst du mal auf blau umstellen, mal gucken. So, das lassen wir jetzt eine Weile laufen. Ich schmeiße wieder neue Schlacke oben rein. So und so. Also auch das obere scheint komplett ausgelastet zu sein. Leomedes meint, das Befüllen der Liquefier ist zu langsam. Ernsthaft? Ja, das könnte noch ein Ticken schneller sein. Ich probiere mal einen blauen und einen gelben. Also, 2 blaue wäre zu viel. Ich probiere einen blauen. Gib mir den Puls nicht auf, ne? Puls auf die andere Seite stellen vielleicht. Ja, ich muss da kurz was kappen. Das runter. Da wieder hoch. So. Okay. Jetzt schaut das besser aus. Ein blauer, 2 gelbe. Was sagt der Chat? Wir haben kaum Downtime. Und diese Viertelsekunde oder was Downtime. Naja, vielleicht halbe Sekunde. Lohnt es sich für die nochmal. Also, ein blaues Ärmchen ist ja ein Ticken mehr Stromverbrauch als 3 gelbe. Ich finde das so eigentlich schon okay. Warte ich kurz auf die Antwort vom Chat und währenddessen baue ich die anderen hier auch mal so um. Jeweils ein blau, 2 gelb. Und dann schauen wir mal, ob die 3 Liquefier dann hinhauen. Du musst wieder auf die andere Seite. So. Oh ja, die fressen das jetzt gut weg. Die fressen das gut weg. Die oberen beiden kriegen fast gar nichts mehr ab. Also schaut so aus, als wenn das gut laufen würde. Chat meint auch, ein blau, 2 gelb ist ganz gut. Ernie van Dijk meint ja. Schön, das heißt, wir setzen das hier oben jetzt alles weg. Eine schöne Expansion, die doch gar nicht gebraucht wurde. Haben hier entsprechend mehr Platz. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt genug Fasern. Reichen die Fabriken hier aus, um das auch schnell genug weiter zu verarbeiten? Nicht wirklich, ne? Guck, da oben ist Not am Mann was. Brennstoff angeht. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz Kohle verbrennen. Achso, das ist Crush-Zeug, ne? Fuck. Da kannst du haben. Will ich nicht. Sagt der Puffer. Puffer sagt, es okay. Nimm das mal mit.
Deine Kohleöfen mögen Brennstoff. Jo, ist in Arbeit. 40 da, 40 da. Also ich denke, wir sollten die Fabriken... Wobei, was sagt der Chat? Wir haben jetzt eingesehen, dass Bloris recht hatte. 6 Algenfarm, 3 Liquifier ist eine gute Ratio. Also Algenfarm MK1, Liquifier MK1. Wahrscheinlich später dann Algenfarm MK2, Liquifier MK2 müssen wir schauen. Aber das ist erstmal so okay. Wie ist jetzt die Ratio von Liquifier zu Assembly Machine? Denn die blaue Assembly Machine stellt ja nur 50% schneller her und nicht doppelt so schnell. Das muss schneller. Ich glaube, 50% Boost reichen nicht. Also vielleicht 2 Fabriken pro Liquifier oder 1,5 Fabriken pro Liquifier. Dann müssten wir das allerdings umbauen, dass die Liquifier das auf dem Fließband legen, dass sich die Fließbänder das zu einer Fabrik bringen und dann einfach eine Reihe von Fabriken. Fallo meint, ich würde immer nur Holzpellets als Brennstoff verwenden. Das wurde schon öfters erwähnt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, warum. Weil die Holzpellets sind ja umgerechnet, also wenn man die Holzpellets später umrechnet in Coke, hat das Coke einen höheren Brennwert als die Pellets. Leomedes meint, eine blaue Fabrik müsste reichen. Also eine blaue Fabrik pro Liquifier. Das heißt, wir könnten auch die hier noch abreißen. Kabelsalat ist hier echt hässlich. So. Die da funktionieren nicht, oder? Also ich würde ungern so ein Ding testweise bauen wegen den Ressourcen. Ja, wobei, es ist nur Eisen. Ja, ist okay. Bauen wir eins davon. Für die bräuchten wir Basic Components. Dafür brauchen wir da. Und moin, Captain Lex. Und vielen Dank an Jocklauf Schnittgurt für Subscription. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin inzwischen affiliiert und sollte in den nächsten Tagen dann auch, wenn das alles automatisch genauso gut läuft wie vorher auch, Partner werden. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, euer Amazon Prime-Konto hier in den Twitch-Einstellungen verbinden und dann kostenlos im Monat einen Twitch-Streamer subscriben. Das heißt, so könnt ihr mir auch helfen, ohne wirklich mehr Geld zu bezahlen. Oh, das schaut gut aus hier oben. Das gucken wir uns als nächstes an. Ich glaube, hier bräuchten wir jetzt wieder ein blaues Ärmchen. So. Ja, die Fabrik, was kann die jetzt alles machen? Die kann nur die Chip-Sachen herstellen und die Chip-Subkomponenten. Okay, gut zu wissen. Spart also Platz. Jetzt allerdings die blauen Fabriken. Da sollten genug Komponenten zwischen fertig sein. Bau mehr davon. Und mehr Eisen und Kupfer, das sollte auch vorrätig sein. So, so, so. Gut, ich hoffe mal, der Vorrat an Slack reicht jetzt erstmal, um das da oben einigermaßen laufen zu lassen. Und ich stelle jetzt das Ding doch kurzfristig wieder an. Damit die Metalle laufen. Wo war das? Da. Stimmt. Der Vorschlag von vorhin, dass wir das hier nur laufen lassen, wenn wir einen Überschuss an Steinen haben. Wir könnten das Ding hier nicht mit Slack betreiben, sondern mit Stein. Der Möller meint gerade, zwischen Pellets und Coke sind viele Schritte und die kosten Strom. Ja, das ist richtig. Das heißt, wir sollten dann auch die das hier mit Pellets betreiben? Nee, momentan. Also später ganz bestimmt, weil wir später Coke brauchen, um die Electronic Components herzustellen und so weiter und so weiter. Aber momentan habe ich nicht so wirklich viel Verwendung für Coke. Für Carbon meine ich, nicht Coke. Das heißt, ich sollte das Carbon lieber erstmal verbrennen, um das Ganze am Laufen zu halten. Aber später definitiv müssen wir noch umschalten. So, noch mehr blaue Fabriken. Zip. Schau mal, wie das jetzt hinhaut. Also befüllen ist anscheinend noch schnell genug. Ja, läuft super.
Liefe das auch mit einem gelben Ärmchen? So super wahrscheinlich nicht. Hm? Nee. Das kommt nicht hinterher. Bei weitem nicht. Okay. Also schaut das so aus. Blau. Blau. Dritte Blau ist in Arbeit. Das heißt, wir haben Stromersparnis durch zwei Liquefier weniger, die Ärmchen bei den Liquefiern weniger und die Fabriken weniger. Dafür mehr Stromverbrauch bei den Ärmchen zu den Liquefiern und bei den Fabriken hier. Und natürlich eine Platzersparnis. Was auf so einer Karte ja doch immer recht praktisch ist. So, rauslegen sollte schnell genug sein, richtig? Ja, okay. Das hätten wir also auch. Haben wir hier irgendwo einen Bottleneck? Nö, momentan werden noch nicht genug Pellets hergestellt, damit das Ding ordentlich läuft. Ja, also wenn es sich hier stauen würde, würde ich einsehen, dass wir vielleicht auch eine schnellere Fabrik hier bräuchten oder schnelleres B- oder Entladen. Aber im Moment scheint es okay zu sein. Wie sieht's aus hier? Wir hatten einen Stau bei dem Crushed Coal, der ist jetzt nicht mehr vorhanden, weil wir ein schnelleres Ärmchen haben. Wir haben jetzt allerdings einen Stau bei der Coke. Warum habe ich einen Zwischenschritt bei Coke? Das verschwendet doch nur ein Ärmchen, richtig? Ich glaube, dann wird das später besser machen können, wenn wir einen zweiten Liquefier brauchen. Mach ich trotzdem weg. Wir brauchen anscheinend eine schnellere Befüllung. Nee, ein schnelleres Entladen. Ja. Entladen und Befüllung muss beide schneller. Okay, reißen wir die Kiste ab, reißen wir das da ab. Machen wir da ein Fließband hin und ein schnelles Ärmchen. Das einmal so nimmt und da rein tut. Und ein schnelles Ärmchen, das ist keine Kiste. Keine Kiste. So ein Ärmchen, das rauslegt. Das heißt, wenn ich jetzt Carbon haben möchte als Brennmaterial, was ja schon aufgemerkt wurde, dass man es vielleicht nicht unbedingt verbrennen sollte, aber ne, wenn es über ist, mache ich das noch. Solange bis wir Galaxy Electronic Components in größerem Maßstab herstellen. Wenn ich das jetzt für den Eigenbedarf brauche, muss ich da hinten hinlaufen und es aus der Kiste rausholen. Jetzt hier sollte allerdings wesentlich mehr Carbon hergestellt werden. Das ist super. Okay, weitere Vorschläge. Wir hatten noch Carbon-Pellets, die denn kein CO2 brauchen. Ich sehe hier keine... Ah ne, das war Coke-Pellet, nicht Carbon-Pellet. Coke-Pellet. Wer 5 Coke... Oh! Ja. Okay, er Fallo meint gerade auch, und es wurde mir auch schon von Sofa-Lord gesagt und anderen, installiert mal das Add-on Bottleneck. Das Bottleneck zeigt genau an, wo denn Engpässe sind bei der Produktion. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie cheesy das wäre. Also es ist schon ein bisschen cheesy, dass ich hier Squeeze-Through aktiviert habe. Da haben auch schon einige genörgelt, dass es doch zu diesem Modpack dazugehört, dass man ordentlich bauen muss, damit man hier durchkommt. Daran habe ich so gar nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen, man kann wesentlich schneller die Insel expandieren und Platz ist später irgendwann kein Faktor mehr. Deswegen habe ich Squeeze-Through installiert. Aber Bottleneck bin ich jetzt noch am Hadern. Also ich bin mir bewusst, dass es existiert und ich weiß, was es macht. Aber ich muss nur überlegen, ob ich es wirklich nutzen möchte oder nicht. Könnt ihr ja auch mal eure Meinung zu sagen, was man so machen sollte oder nicht. Weil ich finde es eigentlich, das ist der Punkt. Was so ein Modpack gerade schwierig macht, um zu überlegen, wo hapert's, wo kann man optimieren und das dann machen. Wenn man jetzt bei jeder Fabrik einen Indikator hat, wie gut die läuft und wie ausgelastet die ist, dann nimmt das schon recht viele Herausforderungen raus. Und ich bräuchte euch nicht mehr im Stream.
Oder halt in den Kommentaren zu den YouTube-Videos, weil dann würden die Farben alles sagen, was ich machen muss. So, wo war ich? Ah, genau, die Coke-Pellets, die keinen CO2 verbrauchen. Ich müsste trotzdem noch Carbon herstellen für die Basic Electronic Components, aber ich müsste kein CO2 mehr verbrauchen. Das klingt echt gut. Wir bräuchten also einfach nur eine stinknormale Fabrik. So, nicht so viele davon. Eine normale Fabrik, die... Ja, das klingt gut. Okay, wir machen dich wieder gelb, dass du weniger schnell nimmst. Der Überschuss geht hier unterirdisch nach da. Die Fabrik nimmt sich das und macht hier die Pellets. Achso, es geht nur in der guten Fabrik, hm? Oh, braucht Coal Processing 2. Lass mich raten, das braucht wieder viel zu viel grüne Tränke. 100. Geht. Geht. Wie viele grüne Tränke habe ich inzwischen hergestellt? Gar keine, ne? Weil kein Blei und kein Dingens da war. 11. Ich lasse mal den Aufbau so da. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Eigentlich würde ich so ganz gerne die Dinger hier irgendwie drosseln, wenn das geht. Gibt es halbschnelle Ärmchen? Okay, keine Coalburner. Halbschnelle elektronische Ärmchen. Chat meint gerade, Dark Ferris meint zum Beispiel, ich finde es ohne Bottleneck besser. Little Serious meint, nee, Uli Serious meint, traue ich mich nicht zu beurteilen, weil ich es mit nicht kenne. Das ist eine super Aussage. Das ist so selten heutzutage, dass Leute der Meinung sind, oh, ich kenne mich damit nicht genug aus, also halte ich mich mit meiner Meinung zurück. Das ist so toll und selten. Normalerweise sind es Idioten, die keine Ahnung haben, die sagen, mach mal, ich habe keine Ahnung, aber es klingt cool. Ne? Das ist ja eine sehr erfrischende Einstellung. Vielen Dank dafür. King Briefly meint, lass mir Gero lieber weiter grübeln, anstatt dass er eine Mod übernimmt. Ja. Dafür guckt man ja auch Let's Player und Streamer und so weiter, um zu sehen, wie die so ticken und wie die mit dem Problem umgehen. Das finde ich persönlich auch ein bisschen interessanter. So, Leon Medes meint, wenn du was forschst, dann lohnen sich Boiler 2 oder sogar Solar Panels wirklich am meisten. Ja, das stimmt. Allerdings bräuchte ich für die Boiler 2 insgesamt 250 grüne Tränke. Und für die Solar Panels mit der aktuellen Version 500 grüne Tränke. Das ist, wenn man offline spielt, also selber alleine spielt, gar kein Problem. Den grindet man einfach durch, guckt nebenbei den neuesten Film auf Netflix oder so. Aber in einem Let's Play ist das dann doch schon ein bisschen, nee. Da versuche ich lieber dann jetzt was zu machen, was uns schneller hilft, wo man schneller rankommt. Und da finde ich das mit den Pellets als Zwischenlösung gar nicht mal so schlecht. Der Möller meint auch, du hast zu viele Sachen zum Forschen vor der Kohleforschung. Ja. Okay, das heißt, ich muss jetzt so umstellen, dass wir an Blei und Tin kommen für die Trankherstellung. Richtig? Richtig. Also hier machst du bitte wieder, welches war welches? Fangen wir damit an. Schiff rechts, Schiff links. Das und das. Hat irgendein Ärmchen was in der Hand, was es nicht in der Hand haben sollte? Sieht schon gut aus. Also du machst jetzt... Tin, okay. Tinplate, Shift rechts, Shift links. Das kann schon mal laufen. So, was hatten wir noch alles? Es war weiter oben, ist schon ein bisschen weggescrollt. Der Schwefelkreislauf. Ich guck mal, ob ich den Kommentar noch finde. Das macht Schwefel bei mir. Nein, 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 nein. Brachtasch meint gerade, ich nörgel jetzt mal wieder wegen der Schwefel rum. Der staut sich da so langsam aber sicher an. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, was ich mit dem Schwefel machen soll. Ist die Kiste etwa schon voll? Nee, also die Kisten sind nicht voll. Das heißt, die Dinger arbeiten weiter. Wow. Die Dinger arbeiten weiter und produzieren so das P
Purified Water, was ich brauche. Was ich für... wie bitte? Warum ist das Sulfuric... Achso, Sulfuric Waste, Sulfuric Waste. Wo wird das Purified Water gebraucht? Da oben lang, da oben lang. Okay, das Purified Water wird hier gebraucht für Saline Water. Nein, also hier wird ebenfalls Purified Water hergestellt. Kann ich die komplett kappen? Und die reden jetzt im Chat schon von Kernkraft, WTF. Nein. Nein. Also, wenn ich euch kappen würde, dann kommt kein zu... Nee, warte. Purified Water bekommen wir oben. Brauchen wir nicht. Mineralized Water bekommen wir theoretisch hier unten. Und wir würden hier 200 kW sparen. Was ist mit... Also Purified Water kommt auch hier oben raus, ne? Ja, die Dinger brauchen wir komplett jetzt nicht, außer um Sulfuric Waste Water zu verarbeiten. Sulfuric Waste Water brauchen wir... Nirgendwo, richtig? Das ist nur ein Abfallprodukt bei der Coke-Herstellung. Und ich glaube hier hinten auch noch irgendwo. Genau, bei der... Hier kommt auch Sulfuric Waste Water raus. Das heißt, ihr wollt von mir, dass ich mit der Sulfuric Waste Water jetzt was anderes einstelle, damit wir die Hydroplants nicht mehr nutzen, richtig? So, Leomedes meint. Ach ja, mach mal testweise den Clarifier für Purified Water weg. Warum? Dann würde kein Schwefel mehr hergestellt. Ah, I see what you did there. So, das heißt, Purified Water wird sich jetzt stauen. Da sich Purified Water hier staut, wird kein Schwefel mehr hergestellt. Da kein Schwefel mehr hergestellt wird, verbrauchen die Dinger keinen Strom mehr. Sehe ich das richtig, was die Absicht dahinter war? Und willkommen, Lord DePaul. Wäre das nicht eigentlich Lady DePaul? Also wenn du die aus Star Trek meinst. Aber gut, die hatte auch einen Papa. Das passt schon. Also bist du der Papa von DePaul? Er meint gerade, sieht ein bisschen aus wie Agrarian Skies für Minecraft. Es ist quasi ein Skyblock. Nur halt ein C-Block. Ja, die beiden machen jetzt nichts mehr. Das heißt, Hydroplans müssten runtergegangen sein. Hydroplans verbrauchen 100 kW. Ja. So, und jetzt setzt die Hydroplans für Saline Water weg. Wie jetzt? Die da? Den kriege ich aber doch kein Saline Water mehr. Und Saline Water brauchen wir... Oh. Warte. Da ist Purified Water. Nee, das brauchen wir auch nicht. Und das Ding brauchen wir dann auch nicht. Das heißt, das hier kann auch alles weg. Haben wir richtig Platz hier? Ich hoffe, ihr habt die richtigen Sachen abgerissen. Das kann auch weg. Lass momentan... Runter, hoch. Das heißt, die arbeiten nur, wenn Purified Water gebraucht wird. Stellen auch nur Purified Water her. Ah, warte, dann sind die Sachen in Abhängigkeit. Nee, ist richtig, ist gut. Ist alles gut. Das kann auch weg. Das war ein super Tipp, vielen Dank dafür. Allein das sollte jetzt schon die... Brauchen wir den gar nicht? Die haben unten ihre eigene...
Die brauchen gar kein Wasser, die machen selber Wasser. Und die fressen nur das Sulfuric Wastewater. Onkyk. Hallo Onkyk, du bist gerade dazugekommen erst, ne? Also ja, das Video hier, der Stream hier, wird erstmal auf Twitch abgespeichert und er kommt auch noch auf YouTube hoch. Und er ist chronologisch auch schon in die Let's Play eingepflegt. Also ich werde euch in 2 Tagen warnen, dass heute ein Stream gewesen war und die Information ist mit eingeknüpft. Also es macht am Ende logisch hoffentlich Sinn, wenn man das alles am Stück guckt. Also keine Sorge. Und das hier abgerissen war gerade im Stream, denn die beiden Hydroplans hier brauchte ich wohl gar nicht mehr. Das war nur dafür, da Purified Water herzustellen und das ist auch immer noch der Fall. Aber das läuft wirklich halt nur, wenn Purified Water gebraucht wurde. So, Dammeler meint, der Kreislauf ist dann bald leer, glaube ich. Nee. Sulfuric Wastewater wird durchgehend hergestellt von Coke und von der Filtration Unit. Wir kriegen Sulfuric Wastewater, das kommt hier rein, stellt Schwefel her, stellt Purified Water her. Das Purified Water geht hoch und füttert die Coke-Anlage und die Einstellung hier, um Schwefelsäure herzustellen. Die Schwefelsäure ist für die Metallherstellung da. Das sollte eigentlich passen. Wir kriegen Purified Water, wir kriegen Schwefel. Selbst wenn jetzt mehr Schwefel verbraucht werden würde als vorher, was ich nicht weiß, weil ich keine Ahnung habe. Also selbst wenn das der Fall sein sollte, wir haben hier, so kann ich mit Maus übersehen, ne? 890, wir haben 2700 Schwefelblöcke plus alles auf den Fließbändern als Schwefelpuffer. Dies ist, glaube ich, okay. Und praktisch meint gerade, es wird kein Schwefel verbraucht. Das schauen wir dann. Also ja, wir haben jetzt sehr viel eingespart durch die beiden Hydroplans, durch die Wasserzerstöranlagen hier und hier. Haben dadurch sehr viel Platz gewonnen. Wir können die Verrohrung hier neu machen. Und auch die Stromgewinnung sieht gerade super aus. Und das alles nur durch ein, zwei Änderungen. Ich stelle dich jetzt einmal kurz auf Blei um. Ich hoffe, wir haben genug Tin inzwischen. Wie viel Tin haben wir? 146, das sollte reichen. Dann stell das auf Blei um. Bum, bum. Dich auf Blei um und dich auf Blei um. Ärmchen haben hoffentlich nichts in der Hand, was sie nicht in der Hand haben sollten. So, und euch ebenfalls auf Blei. Und Blei. Gut, damit kann ich denn gleich wieder mehr gute Tränke herstellen und wir können mit den Coke Pellets weitermachen. So, der Möller meint, von dem komischen Wasser wird aber, glaube ich, etwas weggenommen und da wird es, glaube ich, weniger. Welches komische Wasser meinst du? Meinst du das Purified Water? Das können wir kurz verfolgen. Also Purified Water fängt an hier. Kommt also aus diesen Hydroplans raus. Wird dann hier mit dem anderen verknüpft. Läuft nach oben, läuft nach da. Wird hier verbraucht. Also du bist der Meinung, es wird mehr Purified Water verbraucht, als von den beiden hergestellt wird. Das mag sein. Aber selbst wenn dem so wäre, dann würde ja höchstens das hier oben stocken. Bei den beiden. Und bei der Sache hier. Dann würde kurzfristig weniger Metall hergestellt werden. Dann haben die wieder mehr Zeit, mehr Purified Water herzustellen. Und dann läuft das wieder. Wenn dem so wäre, also wenn Coke wirklich nicht genug Purified Water bekommt, was wir recht schnell beobachten können, also wenn ihr hier seht, ist gerade bei 132, geht wieder runter, springt wieder hoch, springt aber nur auf 131. Geht wieder einen Ticken runter, geht wieder hoch, geht aber nur auf 129. Also der Möller hat recht, wir verbrauchen mehr Purified Water, als wir brauchen. Das heißt aber nur, dass wir einfach nur eine weitere Hydroplant produzieren müssen. Also wahrscheinlich nur eine halbe, um das wirklich 100%ig durchgehend laufen zu lassen. Aber ich denke, es ist auch ganz okay, wenn das Metall mal nicht durchgehend läuft. Weil meistens habe ich ja doch mehr Metall, als ich brauche. Also das sollte soweit funktionieren. Was ich jetzt ganz gerne machen würde, ist hoffentlich die ersten... Oh. Hoffentlich die ersten Bleiplatten abholen. Gib mir das mal her.
Mulder herstellen. Und dann die ersten grünen Tränke. Und während die grünen Tränke hergestellt werden, können wir uns dem nächsten Projekt widmen. Das ist super mit euch. Richtig riesen Fortschritte. Achso, Forschung war... Washing Plan später. Die Pellets, ne? Coal. Hier. Ja, das be... Oh, das braucht vorher noch was anderes. Das braucht auch 200. Okay, warte, ich schreibe mir auf. Coal Processing 2. Processing 2 für Coke Pellets. Weil kein CO2. Ich hoffe, Gero Zunf kann damit was anfangen. Und danach Boiler MK2. Also davor schreibe ich 200 G. 200 grüne Tränke. Boiler MK2 sind 250 G. Und wer Boiler MK2? Gut. Das heißt, wir bräuchten jetzt 200 oder 250, je nachdem, was ich zuerst machen möchte. Das wird aber eventuell den Stream sprengen, weil ich muss mich in einer halben Stunde spätestens fertig machen für die Arbeit. Aber das kann ich denn ja im Let's Play machen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir jetzt hier diese Informationen, die Abläufe sammeln und dann kann ich damit so 2-3 Wochen im Let's Play vor mich hindümpeln, um das alles zu realisieren. Und dann können wir ja wieder einen Stream machen, um neue Ideen zu sammeln. Das halte ich eigentlich für ein ganz gutes Konzept. So habe ich die Möglichkeit, selber rumzutüfteln. Aber wenn es halt zu eng wird oder sich zu viele Sachen stauen, dann machen wir hier ein Brainstorming und basteln dann weiter. So, Dark Ferris meint, dann wären Boiler doch besser. Ja, wenn beides wirklich so viel kostet, dann wären Boiler sogar wirklich besser, weil es hier nur 50 Tränke mehr sind. Da denke ich, würde ich auch zuerst auf die Boiler gehen und dann das Coke-Processing. Weil wir momentan ja eh noch nicht so viel Bedarf haben an Carbon. Das sollte eigentlich okay sein. So, was haben wir noch? Steven Jure ist da. Ja, der Mann mit der Orgasmusstimme. Wie geht's, wie steht's? Läuft super. Läuft echt super. Ich habe oben gerade noch einen Subscriber gesehen von OnGyk. Dankeschön dafür. Gibt es eigentlich ein Kraftwerk, das aus Sauerstoff und Wasserstoff Strom und Wasser herstellt? Das wäre sehr high-techy, oder? Das wäre ein Fusion-Reaktor und kein Fission-Reaktor. Wenn es das gibt, dann ist es sehr high-tech. Die Coal-2-Forschung kostet noch mehr, Gero. Da sind noch mehr als eine weitere Forschung nötig. Oh. Okay. Dann kommen die Boiler doch nach oben, definitiv. Also, Schwefel haben wir gemacht. Wir haben Optimierung von Grünalgen zu Brennstoffen gemacht. Es kam das Argument auf, dass ich vielleicht die Pellets alle verbrennen sollte, aber dann bräuchten wir wesentlich mehr Pellets. Und momentan sehe ich hier nicht so wirklich, dass die Pellets stauen. Oh, apropos stauen. Am Anfang des Streams hatten wir so 200 bis 300 Carbon im Puffer. Jetzt mit den ganzen Änderungen sollte das doch nach und nach mehr werden, richtig? Nee. Sollte, ja. Oh, guckt euch das hier mal an. Das ist nicht gut. Ja, das wieder blau machen. Deswegen ist es nicht so viel. Weil ich davon ausgegangen bin, ich könnte auf die schnelle Coke-Pellets herstellen. Bagdash meint gerade, nein, der Schwefel ist noch nicht fertig. Ich stelle die Coke-Produktion um, dass da kein Sulfuric Wastewater rauskommt. Ernsthaft? Aber dann kriegen wir doch weniger Purified Water. Wir haben hier nicht genug Sulfuric Wastewater. Das musst du mir erklären. Ich vertraue nicht blindlings dem Chat, selbst dir nicht, praktisch, auch wenn ich dich schon lange kenne und dein Rat schätzen weiß. Ich brauche Erklärungen. Ich bin wissbegierig. Und hi, Jedi. Jedi Tor? Das ist eine sehr interessante Kombination. Tor ist jetzt nicht unbedingt Jedi-Material, dafür ist er doch ein bisschen zu ja, aufbrausend und doof. So, das läuft schon mal wesentlich besser, ja.
Da sollte jetzt die Kiste sich hoffentlich langsam füllen. Und gegen Ende des Streams sind wir dann hoffentlich schon bei so über 500. Das hätte ich ganz gerne. Also das läuft. Warum arbeitest du nicht schneller? Weil momentan mehr... Achso, ja, da wir jetzt hier oben mit schnellen Ärmchen arbeiten, wird natürlich hier wesentlich mehr CO2 gerade verbrannt. Verwurstelt zu Carbon. Das heißt, die beiden kommen nicht ordentlich hinterher und verwuseln mehr Kohle. Wie kann ich das verbessern? Wir bräuchten dann wahrscheinlich noch zwei Grünalgen. Habe ich da noch was auf Tasche? Ne, ich glaube, man hat von vornherein nur 6 mitbekommen. Ja, also noch 2 Grünalgen, noch ein Liquefier, noch eine Fabrik. Achso, Schlacke ist wieder ein Problem, richtig? Ja. Aber das ist okay. Es hat ja auch im Stream jemand erwähnt, dass wir mehr Electrolyzer brauchen. Davon hatte ich mich bisher immer distanziert, weil die so viel Strom verbrauchen. Aber wenn wir jetzt wirklich einen Überschuss an Carbon haben, dadurch einen Überschuss an Strom, kann ich auch mehr Electrolyzer anwerfen, um mehr Schlacke zu produzieren. So, was meinte Braktasch jetzt? Er fängt an mit wobei nein. Das ist schon mal gut. Das ist auch der Vorteil, wenn man Hinterfrager hinterfragt. Denn überlegen die auch nochmal und vielleicht finden sie sogar noch eine bessere Lösung. Also er meint weiter, da kommt Purified Water rein und Sulfuric Water raus. Von da verbrauchst du das Purified Water. Ja, genau. Fabiaus meint, was ist das denn? Livestream ohne Webcam. Ja, allgemein geht es bei meinen Projekten sowohl Let's Play als auch Stream darum, was ich spiele. Also mir ist es wichtig, dass der Fokus auf dem Spiel liegt, weil die Spiele sind toll, und nicht bei dem Personenkult, der zweifelsohne weiter explodieren würde, wenn ich durchgehend mein Gesicht zeige, weil ich so schön bin. Der Hauptgrund ist eigentlich, ich habe heute eine Spätschicht und ich sitze in meinem Wohlfühl-Bademantel mit fettigen Haaren vorm Computer und ich habe nicht besonders viel geschlafen, bin dementsprechend auch rotäugig und Haut sieht auch nicht so toll aus. Ich denke, es wäre nicht so optimal, das jetzt im Stream zu zeigen. Oh, warte. Braktasch hat eine Korrektur. Nee, ich hatte recht. Das fängt ja schon mal gut an. Also, nee, ich hatte recht. Ich hatte nur an mir gezweifelt. Coke verbraucht Purified Water. Und produziert keins. Was? Ja. Richtig. Du hast mich jetzt verwirrt. Warte, erst müssen wir wieder hier Brennstoff reinschmeißen, sonst kriegen wir keine neue Kohle. Gib mich... Da, das sieht schon mal sehr gut aus. 530 sogar und wir haben noch nicht mehr Ende des Streams. Wo brauche ich das Brennstoff da? Den Brennstoff da rein. So, 50-50. Okay, das läuft jetzt weiter. Und ja, Pellets stauen sich. So. Fallo hat noch was mit Crush Coal, das schaue ich mir gleich an. Ich muss erstmal kurz das hinbekommen, eine Sache zu Ende zu bringen mit Braktasch. Also, die Dinger verbrauchen Purified Water, wir brauchen also Purified Water. Wir haben nicht genug Purified Water, weil die Dinger nicht schnell genug Sulfuric Waste Water bekommen. Und hier gibt es nur ein Rezept für Coke. Nee, das sollte so richtig sein. Wir bräuchten nur jetzt wirklich noch eine Hydroplant für mehr Purified Water. Das heißt, du schluckst bitte. Ugh. Das wird mal umgestaltet. Werden aber auch gleich wieder gesetzt, weil die sind super wichtig. So.
Okay. Hydroplan dahin. Das kann ich alles im Let's Play aufräumen. Um meinen OCDs frönen. Okay, bitte. Die ganzen verschiedenen Rohre kann ich mal verballern, ne? Den ich alles zuspammen. So, das ist jetzt zur Verfügung Wastewater. Wobei, es bringt nichts, einen weiteren. Ja, das ist aber doof von mir. Es bringt nichts, einen weiteren Hydroplan zu bauen, wenn wir eh nicht genug Sulfuric Wastewater bekommen. Wir brauchen mehr Sulfuric Wastewater-Produzenten. So. Wir brauchen also mehr Sulfuric Wastewater. Und für mehr Sulfuric Wastewater bräuchte ich eigentlich mehr Coke-Herstellung oder. Hier. Das Ding arbeitet nicht durchgehend, weil Slag Slurry sich staut. Slag Slurry staut sich, weil. Hä? Weil kein Purified Water ankommt. Ja. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Es gibt keine Sulfuric Wastewater Produzenten. Fallo meint, ich hatte ja geschrieben, dass gleich alles steht, weil er Wasser im Kreislauf verliert. Das heißt, die ganze schöne Umbauaktion war doch scheiße. Ja, ich brauche die alten Hydroplans wieder. Nicht schön, das sah so toll aus. Ja, da Möller hat recht behalten. Es gibt keinen Sulfuric Wastewater. Ja. Kreislauf wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, steht er still. Wir können nicht einfach so Sulfuric Wastewater kickstarten. Ich guck mal ganz kurz, ob wir das hier hinkriegen, bevor mein Brennstoff ausläuft. Soll. Hä? Sulfuric. Ist nicht drin in der Liste. Ah, fuck. Okay, das heißt, wir müssen jetzt doch die anderen Dinger wieder anschmeißen. Das macht das Richtige, ne? Du brauchst reguläres Wasser so rum. Ne, nicht in dasselbe Rohr. Nimm Wasser hier. Da. Das ist echt schade auf mehreren Arten, weil das ist eine von den. Nanu? Oh. Mist. Das ist eine von den großen Änderungen, die wir jetzt vorgenommen hatten, die ich dachte, die richtig, richtig gut hilft. Da Möller. Mein gerade. Nichts gegen dich jetzt, Gerugon. Aber dass mir nie einer zuhört. Ja, das war so, ne? Ja, dann haben alle lauter gegrölt und das hörte sich alles gut an und ich wollte, dass es sich gut anhört und dann, ja. Dann vertraut man halt doch törichterweise manchmal der Masse. Und dann wird das nichts. Okay, ich stelle mal einen Ticken höher, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, ihr bekommt jetzt Wasser von. Hier steht gleich echt alles. Scheiße. Bau. Da. So. Danach da, schnell eine Pumpe hin. So, du bekommst Wasser und du machst Wasser zu. Hoffentlich den richtigen Sachen. Da ist Saline Water, da ist Purified Water. Okay, Purified Water muss jetzt unbedingt in das Rohr da. So. Und Saline Water muss ich gleich gucken, was ich damit mache. Du machst dasselbe. Und bekommst jetzt hier und da wieder das. Das ist jetzt unschön. Ja, das geht nicht. So geht das.
Ja, so geht das. Okay, dann muss das hier sowieso noch ein Stück nach unten. Und das Wasser muss da irgendwie rein. So, du bist direkt angeschlossen. Das heißt, hier kommt jetzt nur noch Saline Water raus. Das heißt, Saline Water muss hier weg und da weg. Leomedes meint Saline Water gleich Braunalgen. Braunalgen habe ich bisher aber noch nicht so wirklich gebraucht. Ich meine, ich habe immer noch hier kistenweise Braunalgen über. Fallo meint, warum gleich wieder 2 plus 2 Hydro und nicht erstmal 1 plus 1, was reicht? Okay. Testen ist eine gute Sache. Genau, Fallo meint, Braunalgen haben aber keine Verwendung. Schauen wir erstmal, ob das jetzt so reicht. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Gucken wir mal. Es müsste sich jetzt ja theoretisch hier stauen. Was nicht der Fall ist, aber es kommt schon wieder Carbon oben an, das ist gut. Ja, wird alles weggenuckelt. Ernie van Dijk meint, kannst du die Braun nicht in grüne Algen umwandeln? Ja, kann ich theoretisch, aber ich brauche dafür jedes Mal einen Stein. Also keinen richtigen Stein, sondern diesen weißen Stein. Das ist da, Crushed Stone. Und die Steine brauche ich eher für Mineralwasser. Wie ihr sehen könnt, kommt da gerade gar nichts an. Nimm das. Werf das da oben rein. So viel Ramsch dabei hier. Rein, 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 rein. So. Ja, also die braunen Algen, grüne Algen umzuwandeln mit den Steinen, glaube ich, ist nicht effektiv. Achso, Saline Water muss noch gewollt werden, richtig. Da. Das heißt, du gehst bitte von hier aus dahin und haust es dahin. Okay. So, und schon füllt sich hier das Purified Water. 15 auf 10 runter, 17 auf 12 runter, 18 auf 14 runter. Wird immer, immer mehr. Also, ein Dingens hier reicht. So, dann deaktivier bitte auch mal einen Hydroplan zur Schwefelreinigung. Weil eins vermutlich reicht, das ist ebenfalls richtig. Aber ich deaktiviere es nur und mache es nicht komplett weg, weil ich das vielleicht später noch brauche. So, wie schaut es jetzt hier aus? Füllen sich die Rohre hier? Nö, füllen sich nicht. Also eins reicht wirklich. Das heißt, im Endeffekt war es jetzt ziemlich chaotisch. Aber wir haben dasselbe eingespart, fast, an Strom, wie bei der utopischen Version, wo man kein Wasser brauchte in der Welt. Weil es waren zuerst 4 Hydroplants, die aktiv gelaufen sind. Jetzt sind es nur noch 2. Das heißt, wir haben da schon mal Strom gespart. Wir brauchen allerdings im Gegensatz zu der utopischen Version noch den Clarifier, der aber nur 30 verbraucht. Das ist wirklich... Oh, meine kleine Maus guckt zu. Hallo Leonie. Ja stimmt, Factorio magst du ja auch. Also nur zur Erklärung. Ich habe meiner Kleinen, also ich berichte natürlich meiner Kleinen immer, was ich so an Videos mache und an Livestreams und dergleichen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe heute Abend aber noch einen Livestream, dann werden ihre Augen ganz groß. Und dann, oh, Minecraft! Und dann muss ich immer sagen, nein, Schatz, ich spiele heute kein Minecraft, ich spiele heute Shroud of the Avatar oder ich spiele irgendwas, was zu für Erwachsene ist. Und dann immer so, oh. Also ja, sie wartet eigentlich nur noch auf Minecraft-Livestream. Aber da wird leider erstmal nichts kommen, Puschel. Das dauert noch. Da bin ich gerade nicht so auf dem Trip für. Aber Factorio hat sie ja auch öfters zugeguckt. Weil das ist eines der wenigen Spiele, wo sie auch zugucken darf, weil es halt nicht gewalttätig ist oder ähnliches. Aber ich denke auch, das wird hier bald zu langweilig werden, kleine Maus. Aber schön, dass du reingeschaut hast. Und danke Oma, dass du die reingucken hast lassen. Jetzt aber wieder zum Optimieren. Also, das mit den 2 Hydroplans weniger sollte schon mal tierisch helfen. Gucken wir mal, was noch so alles still steht gerade. Es war noch etwas weiter oben im Text. Nam, 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 nam. So, nun die gucken. Nee, das war was Altes, was nicht gefunzt hat.
Blurius meint, da ist man mal 40 Minuten AFK und der kennt gar nichts mehr. Oh, Blurius, ich glaube, du warst auch einer von den Verursachern von der wir brauchen kein Wasser in der Welt Debakel-Geschichte, die du gerade konsequent verpasst hast in den 40 Minuten. So. Nun die Coke-Produktion umstellen, weil da immer noch Purified Water in Schwefel umgewandelt wird, den du nicht brauchst. Wo wird Schwefel umgewandelt? Ne, das hier wird Schwefel verbraucht, das ist okay. Schwefel wird auch weiter hergestellt, das ist auch okay. Ich glaube, das ist ein zu alter Kommentar, der nicht wirklich aktuell ist. Irgendwo war noch was zur aktuellen Kette, dass sich irgendwo irgendwas staut. Aber da ich den jetzt auf die Schnelle nicht so finde. Zeig uns mal die Crush-Cola-Kiste, ob die zu voll wird. Ah, okay, das wird in der Haken gewesen sein. Da ist irgendwo ein Stau. Jo, hast recht. Okay, das heißt... Ne, die Dinger arbeiten einigermaßen. Die schneller zu befüllen bringt nichts. Wir bräuchten also noch mehr Chemical Plants, die Coke herstellen. Hallo TCP. Kannst du noch etwas anderes aus Schwefel machen, wird gefragt. Ich glaube, im Let's Play hatte ich das schon mal verfolgt. Und es waren aktuell keine Sachen, die recht schnell greifbar waren mit dem aktuellen Textstand. Vorschlag. Begrenze die Kiste auf einen Stack oder mach die Crushed Coal Kiste ganz weg, dann brauchst du nie Crushed Coal als Puffer. Ah, wenn ich die Kiste wegmache, dann müsste ich die Befüllung ein bisschen anders gestalten. Das an sich ist aber ja kein Problem. Jo, das mache ich nochmal. Das heißt, ich hau das hier weg. Ich lasse das Fließband hier reinlaufen und ihr kriegt jeweils... Also erstmal kriegt ihr jetzt die ganzen Stacks, die ich dabei habe. Und dann muss ich als nächstes schauen, ob ein oder zwei Ärmchen benötigt werden oder sogar ein blaues. Das kann ich allerdings erst überprüfen, wenn... Kann ich jetzt überprüfen, wenn der Puffer verbraucht wurde und das Ganze eine Weile gelaufen ist. Okay. Jo, vielen Dank dafür. Ich scroll mal kurz hoch, was ich noch so verpasst habe. Mal gerade jemand ein gelbes reicht. Ganz viele Hallo Leonie Sachen. Möller meint, es gibt auch Waffen in Factorio und das mit den Ureinwohnern. Ja, aber nicht hier in im C-Block. Und sonst, ja, die letzte Staffel Factorio, wo die Viecher noch aktiv waren, da hat sie nicht zugeguckt. Also, ich werfe mal so einen oberflächlichen Blick drauf. Wir haben... No Mineralized Water ist nicht ganz so viel, wie ich gerne hätte. Aber es läuft. Woran hapert's hier? Immer noch am Reinlegen. Dann kriegst du noch mal ein gelbes Ärmchen dazu. Wobei, die haben alle 200, ne? Ja, ich glaube, das gelbe Ärmchen brauche ich da auch nicht. Auch wenn es jetzt nur 13 kW sind, aber die spare ich mir jetzt. Also das läuft soweit alles. Eine Sache war noch, es wurde gesagt, dass wir zwei Algenplantagen auf einen Liquifier nutzen sollten. Momentan haben wir nur 5 Algenplantagen auf 3 Liquifier. Das heißt, der obere ist nicht durchgehend ausgelastet. Okay, wenn wir jetzt den 6. hier unten aktivieren, haben wir dann eventuell ein Problem mit dem Mineralized Water? Vielleicht, aber das kann ich wieder aus dem Erbchen hier ausgleichen. Also geht das dann hoffentlich doch wieder auf. Und ja, genau, Chat. Die Grünanlagenfabrik hier unten rechts war extra aus, weil ich zu dem Zeitpunkt, also vor Beginn des Streams, öfters es hatte, dass hier das Fließband voll war. Da war das mit der Zellulose und den Pellets allerdings auch noch nicht optimisiert. Jetzt sollte das so einigermaßen gut laufen.
Woran es hat. Achso, und Rauslegeärmchen wären vielleicht auch noch ganz nett. Stimmt, apropos Rauslegeärmchen. Es war in den Kommentaren, einer der ersten Kommentare, dass wir. Dass wir nur ein Ärmchen brauchen pro Grünalgenfabrik. Genau, Agapirus meint auch gerade. Kannst du ja mit der Anzahl der Ärmchen fein abstimmen. Momentan kommt zu wenig. Warte. Momentan kommt ein klitzekleines bisschen zu wenig oben an. Wenn ich jetzt also Ärmchen wegnehmen würde irgendwo, wäre es noch schlimmer. Meint der oder diejenige vielleicht, dass wir ein blaues Ärmchen pro Fabrik brauchen? Leomedes meint, grüne Algenfabrik rechts oben könnte nach rechts rauslegen. Stimmt, dann blockt sie das unten nicht. Das ist ein guter Tipp. Gebe ich dir mal ein schnelles Ärmchen. So. Ja, eigentlich hier rauslegen wir irgendwo noch besser, ne? Ja, warte. Das weg. Ah ne, du brauchst hier keinen Zugang, nein. Das da weg. Weil hier ist jetzt ja immer rechts frei. Weil die Vorderen das rausnehmen. Das heißt, er legt es immer dahin, wo gerade die Lücke ist. Und so werden die Oberen auch besser befüllt. Gerimberador meint, der Mineralisierer bekommt wenig Stein. Der bekommt eigentlich genau so viel Stein, wie oben rausgelegt wird. Oh, Bleiplatten. Warte. Grüne Tränke. Brauchen wir Zinnplatten. Dich wieder umstellen auf Zinn. Shift rechts, Shift links. Dich umstellen auf das. Dich umstellen auf das. Woran hapert's? Sulfuric Wastewater ist voll. Das ist ein Problem. Purified Water ist voll. Was? Okay, wir haben noch eine Viertelstunde im Stream. Da muss ich leider aufhören wegen Arbeit. Bis dahin müssen wir das noch gefixt haben. Und dann kann ich mich unten weiter umgucken mit den Ärmchen. Aber das ist jetzt ein wichtigeres Problem. Ich muss jetzt Schwefelwasser kurzfristig voiden, damit es weiterläuft. So, nur mal ganz kurz hier. Bum, bum, bum. Da kann ich noch so ein Überdruckventil reinhauen. Okay, was sollte ich normalerweise damit machen? Normalerweise sollte doch hier mehr verbraucht werden. Du musst immer noch die Coke-Produktion auf ohne Schwefel umstellen. Wie kann ich das auf ohne Schwefel umstellen? Hier gibt es nur ein... Oh. Was? Vielleicht in einem anderen Gebäude? Ich muss da irgendwas überlesen haben in den Kommentaren. Ich guck mal, ob in Liquifier so ein Ding auch drin ist. Nee, ist dasselbe Rezept. Stellt alles so früh Wastewater her. Crushed Coal in einem Ofen gibt Coke. In einem Ofen? In was für einem Ofen? Steht normaler Furnace? Nimm Steinofen. Schmeiß noch was rein. Die verbrauchen aber auch wieder Brennstoff. Ja, stimmt. Ich habe noch kein Electric Furnace. Agapirus meint, links neben der Kläranlage ist ein Kupfer- und Steinrohr unterirdisch verbunden. Das hier ist richtig.
Das hier ist richtig. Das da ist richtig. Ich sehe den Fehler nicht. Noch weiter links. Nö. 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 Die Abstandshalter kann ich mal wegmachen, die verwirren gerade nur. Fallomant ist kein Problem, unterschiedliche Rohre zu verbinden. Meinen Sie das da? Das ist echt kein Problem, nee, das ist völlig in Ordnung. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas hier falsch gekreuzt. Nee, das ist okay. Also, wenn ich das jetzt wirklich umstellen würde auf das ohne Schwefel, müsste ich durchgehend Brennmaterial hier reinbekommen. Das ist doof. Also ich müsste zuerst bessere Electric Furnace. Praktisch meint, Electric Furnace verbraucht übrigens mehr Energie als die Verbrennungsofen. Die Boiler haben nämlich nur 50% Effizienz. Und hallo Anifos. Anifos fragt, streamt eigentlich Gero jetzt regelmäßig? Ja, regelmäßig gern. Also ziemlich häufig sogar in letzter Zeit. Auch wenn es zeitlich alles ziemlich eng ist. Also da ich ja Vollzeit arbeiten muss seit einer Weile wieder, habe ich mein Pensum an Folgen pro Tag auf 3 statt 6 reduzieren müssen. Dann kommen jetzt noch die Streams dazu. Und dieses Community-Projekt, was gerade am Laufen ist, bei Shroud of the Avatar, wo es ja auch immer mehr Spieler werden mit Gildenhaus und, ne? Bald größter Gilde und so. Nein, das dauert noch ein bisschen. Aber es ist halt zeitlich alles recht eng. Und das sind nur die Ingame-Verpflichtungen, die ich habe. Das heißt, es ist alles ein bisschen holprig. Manchmal kommen auch nicht alle Folgen am Tag, gerade wenn ich auch eine Krankheitsphase hatte oder so. Aber ich versuche das alles zu managen und auch regelmäßig zu streamen zu den verschiedenen Sachen. Also Ori, Dead Cell, bisschen Factorio ab und an mal, neue Spiele testen. Bei Shroud of the Avatar wollen wir Community Instanz raiden und das mal vorzeigen und so weiter. Das sollte alles peilen. Algenproduktion steht gerade, warte. Steht gerade, weil kein Mineralwasser ankommt. Achso, ich verschnatter mich gerade. Warum steht's? Purified Water ist genug da. CO2 ist genug da. Oh, Mineralized Water kommt nichts, weil keine Steine ankommen, weil Schlacke wahrscheinlich nicht da ist. Jo. Schlacke reinschmeißen. Gut. Okay. Zeit, TikTok. TCB fragt, darf man neue Vorschläge machen zu Spieltesten? Ja, klar, aber bitte jetzt nicht im Stream. Ich bin schon total überladen heute von Dingen, die ich tun muss. Bitte als Kanalkommentar oder noch besser auf Twitter. Kommunikation bitte auf Twitter. Das bekomme ich auch auf der Arbeit mit. Dann kann ich auf der Arbeit auch antworten und so weiter. Das ist denn am einfachsten für mich. So, wo war das Problem? Ich wollte noch umstellen das hier auf Verbrennungsöfen. Problem dabei, ich schreibe es mal ganz kurz auf. Coke in Furnace herstellen. Problem dabei ist, dass ich die Dinger auch durchgehend mit Brennmaterial befüllen müsste. Ich bräuchte noch keinen Purified Water mehr, ne? Ha. Ja, ich mach das mal hier oben kurz kaputt. Und setze da einfach nur einen Brennofen hin. Brennofen. Da. So wahrscheinlich ein schnelles Ärmchen. Hm. Na, wobei, das Brennen dauert eventuell eine Weile. Setz dich mal nach links. Schade, dass wir das untere nicht auch verbrennen können. Achso, aber die können sich selber dann befüttern, richtig? Warte. Du legst bitte das nach unten raus. Und oben legst du es wieder rein. Das könnte klappen. Und das mal raus. Hihihi. Jo. Jo, klappt. Ernie van Dijk meint, das mit der Kabelnetzwerkforschung wäre echt gut. Ja, damit könnte man richtig viel optimieren. Allerdings wären das nochmal 200 grüne Tränke. Und wir haben schon mehrere Kandidaten, die da sinnvoller gerade erscheinen.
So, das heißt, wir verbrauchen jetzt kein Purified Water, wir stellen kein Sulfuric Wastewater her. Wofür bräuchten wir noch Purified Water? Das hatte noch mehr Abnehmer. Genau, wir brauchen Purified Water, um das hier laufen zu lassen. Sulfuric Acid. Und das Purified Water wird jetzt... Ne, geht wieder zurück auf 187. Scheint sich zu stabilisieren. Und vielen Dank im Faser für Subscription. Mit einem langen Ärmchen könntest du direkt Carbon nehmen. Oh ja, stimmt. Dann mach so. Von da hinten. Raus. Okay. Das gefällt mir echt gut. Aber ich muss es kurz durchdenken. Also wenn wir den jetzt auch noch umstellen auf Furnace, wahrscheinlich sollten wir einfach hier ein Fließband lang laufen lassen und das anders regeln. Das mache ich dann später im Let's Play. Wenn ich dich wegnehme, verbrauchen wir weniger Purified Water, das ist richtig. Wir stellen aber weniger Sulfuric Wastewater her. Das heißt, alles an Sulfuric Wastewater, was hergestellt werden würde, käme aus der Filtration Unit hier. Das wird trotzdem okay. Ja, können wir machen. Also nicht, dass ich an dir gezweifelt hätte, Bragtasch und auch den anderen hier, aber ich muss das auch alles immer selber verstehen. Sonst bringt mir das nicht so ganz so viel. Uhrzeit 15:25. Ja, nee. Ich weiß. Hab noch so viel zu tun. Da. Das heißt, ich reiß das jetzt noch kurz ab. Baue hier ein bisschen was an Furnace-Anlage auf. Und dann ist der Stream leider aber auch in 5 Minuten vorbei. So, Sulfuric. Ich muss jetzt den An- und Abtransport von Wasser, also Purified Water, hier hin und Abtransport von Sulfuric Wastewater irgendwo anders hin bappen, weil hier ist das sonst alles im Weg. Also wir müssen Sulfuric Wastewater hier ranbekommen. Was ist das hier für ein Rohr? Achso, du warst früher mal für was zuständig. Ja, das kann weg. Das kann nicht weg, nein. So, wie kriege ich das jetzt am besten hin? Ich hätte gern Purified Water. Nanu? Das hat keine Verbindung. Okay. Dann machen wir doch mal eine Verbindung. Nach hier. So. Okay, es kommt jetzt schon mal Purified Water da an. Jetzt irgendwie angenehmer, das Sulfuric Wastewater als hier oben langlaufen zu lassen. Das heißt, wir machen das einfach direkt drüber. Es müsste dann hier auf der Höhe sein. Da. Oh. Okay. Gut. Läuft dann parallel zu dem anderen Ding. Nee. Hier. So wirklich viel Platz habe ich jetzt nicht gespart dadurch. Hm? Ja, die Anlage kann dann eventuell auch erstmal weg. Müssen wir gucken, wie es dann hinhaut mit dem Sulfuric Wastewater. Wie viel denn im Kreislauf noch umhertanzt. Momentan sollte das schon mal passen.
So, jetzt hier mit den Dingern. Warum kommt nicht genug Crushed an? Weil nicht genug Kohle hergestellt wird, weil noch so viel in Carbon verballert wird? Nö. Warten auf mehr Coke. Okay, dann das hier umändern. Mach den Pol da weg. So. Dich nach hier und hier jetzt nach oben. Da kommt noch ein... Ich habe keine Furnace mehr. Ich habe keine Steine mehr. Okay, gib mir bitte Steine. Bin ich albern, aber gut. So, schmeiß da Steine rein. Nee, warte, nicht. So. Ein Furnace, verdammt. Play Inventory Full. Ah, das wird nicht mehr auf den Boden geschmissen. Das ist super freundlich. So, dich jetzt hier hin. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Und bedanke mich sehr herzlich für die ganzen Tipps. Die haben tierisch geholfen. Oh, warte, du kannst das da hinzoomen. Hat mir tierisch geholfen. Wir konnten sehr viel optimieren. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, wie so die nächsten Schritte sind. Und ich hoffe, dass dann das Let's Play weiter... Oh, warte, du hast kein Erwin hier. So. Dass das Let's Play dann in den nächsten Folgen flüssiger läuft und wir dann einigermaßen vorankommen. Weil dafür, dass es jetzt schon so lange aktiv war, also ein paar Wochen, ne, ist das ja noch nicht so groß geworden alles. Aber in diesem Modpack ist das, glaube ich, auch ganz verständlich. So, und dich noch hierhin, das noch dahin und noch ein langes Ärmchen von hinten. So, und dann kann ich das hoffentlich erstmal so laufen lassen. Alles klar. Also dann, vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks und Kniffe. Vielen Dank für die Subscriptions, die heute alle reingekommen sind und auch für die neuen Follower. Ich hoffe, euch hat soweit gefallen und man sieht sich dann entweder mal bei anderen Projekten oder eventuell heute Abend um 11 nach meiner Spätschicht in Shroud of the Avatar. Reißt das Gildenhaus bis dahin bitte nicht ab. Aber ihr könnt ruhig ein wenig dekorieren. Also die Leute, die ich eingetragen habe als Tenant, müssten auch dekorieren dürfen. Wenn nicht, tüfteln wir da heute Abend ein bisschen rum. Okay. Achso, allgemein noch bei SOTA. In der nächsten Woche irgendwann wollen wir ja den Raid machen in die Inni. Da haben wir schon ein paar Leute für gefunden. Aber falls ihr allgemein noch Interesse daran habt, bitte im Discord melden. Das ist da am übersichtlichsten, weil die Nachrichten halt auch stehen bleiben. Und dann können wir mal gucken, ob wir da so eine ordentliche Truppe zusammenkriegen. Alles klar. Dann bis die Tage. Bye, bye.